Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mitnehmen bei dem Making Cookie, also beziehungsweise wie ich Cookie einfach gemacht habe, meinen kleinen Bären. Einfach einen kleinen Follow Me Around über Build a Bear für diejenigen, die sich dafür vielleicht auch interessieren. Ich finde das mega cool da und wollte euch deswegen unbedingt mal mitnehmen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Reihe von Bären, wo ihr dann aussuchen könnt, welchen ihr haben wollt und euch unten dann halt einen rausnehmen zum Ausfüllen. Ich entscheide mich jetzt für diesen hier. Dann habt ihr unten so kleine, die noch leer sind und die werden dann später aufgefüllt. Das ist jetzt mein Bär, den ich auffüllen will. So, diese Stelle hat mein Freund vergessen zu filmen. Also als nächstes sucht ihr euch einfach so ein paar Sachen aus für den Bären. Zum Beispiel einfach so kleine Bärenköpfe sind das so Art. Da sind Geräusche drauf. Da könnt ihr euch aussuchen zwischen Affengeräuschen, dass der Bär Happy Birthday singt oder I love you sagt oder sonst irgendwas. Oder ihr könnt euch auch selber so ein Teil rausnehmen. Dann geht ihr in einen Extra-Raum und nehmt selber etwas darauf auf und dann spricht der Bär das, was ihr selber aufgenommen habt darauf. Das ist auch mega cool. Außerdem könnt ihr euch zwischen verschiedenen Duftrichtungen entscheiden. Ich glaube, es gibt Schoko, Vanille, Erdbeer und Zuckerwatte. Die Geschmacksrichtung, ich habe mich für Vanille entschieden. Und ja, anschließend wird euer Bär dann aufgefüllt, aber das ist ja wieder mit aufgenommen. Warst du denn schon mal hier? Ja. Waren wir. Ich habe meine Karte, glaube ich, auch dabei, hoffe ich. Ja, sonst. Wittwerkkarte meinst du? Genau. Ja, sonst kannst du deinen Namen einfach an der Kasse tragen. Okay. So, dann darfst du einmal auf das Pedal. Und stopp. Dann darfst du einmal den Kuscheltest machen. Ja, ist gut so. Ja? Ja. Und ich möchte gerne noch so ein Herz dabei. Okay. So, diesen Part hat mein Freund wieder vergessen zu filmen. Und zwar, wenn der ganze Stoff schon drin ist, werden halt, wie gesagt, diese Musikbärchen da reingelegt und ihr könnt euch auch so ein kleines Herz nehmen, wie ich es genommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das da erkennen konntet. Das ist ein kleines Herz, was die ganze Zeit pocht, wenn man da drauf drückt. So ein Herz könnt ihr mit reinsetzen, dann Duftrichtung wird mit reingesetzt und natürlich bekommt jeder von euch so ein kleines Stoffherzchen. Und damit wird dann so ein kleines Ritual gemacht. Und zwar wird das in die Hand genommen. Dann müsst ihr euch die Augen schließen, das zwischen den Händen halten und euch etwas wünschen. Dann müsst ihr das Herz reiben, bis es warm wird und den Wunsch auf das Herz pusten. Dann gebt ihr das in euren Bären rein und dann wird er zugenäht. Und wenn er zugenäht wurde, dann werdet ihr halt gefragt, was für Eigenschaften der Bär haben soll. Also, wie zum Beispiel, dass er Glück bringen soll, dass er immer gute Laune bringen soll und sowas. Und bei jedem Mal, wenn ein Knoten reingemacht wird, müsst ihr halt etwas sagen. Und danach dürft ihr die Schnur durchschneiden, also die Nabelschnur sozusagen. Thank you.
sich ganz viele Sachen raussuchen zum Teddy anziehen. Und das machen wir dann jetzt damit. So, ich habe mich jetzt passend zum Weihnachten, habe ich mich für dieses Kleidchen entschieden und für diese kleinen Schüchchen. Und die ziehen wir dann jetzt an. Du kannst aufhören. Schatzi, du kannst aufhören. Dann setzt man sich in so einen Computer und macht die Geburtsurkunde für den Bären. Das heißt den Namen und das, die Größe und alles. Und ja. Man das auch lesen kann. Der ist auch schön, ne? Ja, sollte man. Ach so, das? Okay, danke. Gerne. Die Kundennummer, ist das die Kartennummer? Ja, okay, danke. In dem Buch kann man sich deinen Namen aussuchen. Du? Wie wer sieht er denn aus? Wie wer sieht er denn aus? Ja, ich habe mich jetzt hier, wie ihr seht, für den Namen Cookie entschieden. Ich konnte mich die ganze Zeit nicht zwischen Muffin, Cookie und Cupcake entscheiden. Ich habe mich für Cookie entschieden, einfach weil der Bär von meinem Freund Krümel heißt. Und ich dachte mir, Cookie und Krümel, das passt so voll gut zusammen. Deswegen habe ich mich für Cookie entschieden. Ja, dann gebt ihr das einfach in den Computer ein. Und es wird so eine Geburtsurkunde vorne ausgedruckt. Ihr geht dann mit eurem Bären zur Kasse und bekommt eure Geburtsurkunde, dürft das Haus euren Bären aufpusten, also einfach einmal pusten, dann machen die Schachtel so auf, setzen den Bären da rein, ja, dann bezahlt ihr alles ganz normal und bekommt eure Sachen mit dazu. Also dann ist nichts mehr Großartiges passiert. Ich wollte das jetzt nur nicht mehr da mitfilmen, weil ich es halt irgendwie doof fand, mit der Kamera an der Kasse zu stehen, wo man ja mit den Leuten sowieso reden muss. Tut mir leid, aber ich, am Ende ist halt nur noch bezahlen. Und ja, die Geburtsurkunde ist auf jeden Fall richtig cool. Aber die seht ihr ja jetzt auf dem Foto und das Foto, was am Anfang eingeblendet wurde, auch. So sieht sie dann aus. Also eigentlich nichts Großartiges, aber einfach mega cool. Und das war's jetzt auch mit dem Video. Also so werden bei Bild der Bären die Bärchen gemacht. Und es macht einfach nur mega, mega Spaß. Sie kosten relativ viel. Also für Cookie habe ich jetzt insgesamt, ich glaube, 65 Euro bezahlt. Ja, 50 Euro Gutschein hatte ich halt und habe dann 15 Euro selber noch dazu bezahlt. Und deswegen, also so ein Bär ist schon eine kostenspielige Sache, je nachdem natürlich, was für ein Outfit ihr noch mit aussucht, wie viele Extras, sprich diese Musik und pochende Herzen und Duftrichtung und sowas, die kosten natürlich alle extra.
was ihr davon reinbaut und was nicht, wird der Bär natürlich dementsprechend teurer oder billiger. Also ich denke mal, wenn ihr wirklich wenig nehmt, dann kommt ihr zwischen 30 bis 40 Euro auch schon hin für einen Bären. Aber ja, Cookie hat jetzt insgesamt 65 Euro gekostet. Und deswegen, aber wer sich diesen teuren Spaß, sag ich mal, erlauben kann, ausnahmsweise mal, weil es ist ein wirklich cooles Geschenk und es bleibt ja da. Man gibt so viel Geld für Essen aus, also ich zumindest, was danach nach einer halben Stunde wieder aus dem Bauch raus ist, irgendwie einfach verdaut. Und ein Bär, der bleibt, und deswegen lohnt sich das Geld irgendwie meiner Meinung nach. Und ich würde es einfach jedem weiterempfehlen, wer die Möglichkeit dazu hat. Ich verlinke euch die Seite von Bild der Bär unten in der Infobox, dann könnt ihr ja mal gucken, ob es einen Shop in eurer Nähe gibt. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!